War ich damals niedlich. So viele Erinnerungen und Geschichten. Das erste Mal im Pool. Sammy, was machst du da? Du scheinst Spaß zu haben. Ich zeige Naturi nur meine Kinderfotos. Ich war einfach mal neugierig. Also gibst du mit deinen Fotos an? Naja, sie hat doch keine eigenen. Ja, wir haben sie ja gebastelt. Aber... Was denn? Sprich weiter, Susi. Wir könnten ein Navi-Baby machen, so wie wir Naturi gebastelt haben. Heiliger Bimbam, das Baby ist zu basteln. Los geht's. Oh, ich kann's kaum erwarten. Wo bleibt sie denn? Oh, hallo Freunde. Ich warte sehnsüchtig auf Susi und das Baby. Und da ist unsere Babypuppe. Tut mir leid, dass du warten musstest. Sag mal, Susi, wie viele Babypuppen hast du eigentlich unter deinem Bett? Na, diesmal musste ich bei Peter nachfragen. Er hat auch noch viele alte Spielsachen. Ha. Ach du grüne Neune. Es gibt im Film ja gar keine Vorlage für ein Baby-Navi. Was machen wir denn da? Wir improvisieren. Als erstes gibt's eine neue Frisur. Dafür nehmen wir die Schere, aber passt gut auf eure Finger auf. Das nächste Frisur? Das Baby bekommt ja eine Glatze. Das muss so sein. Es kriegt später eine süße Haarlocke. Also entspann dich. Na gut, dann ist mein innerer Friseur ja beruhigt. Tada! Das war's aber noch nicht. Dachte ich mir schon. Deshalb habe ich eine Pinzette mitgebracht. Danke. Genau die brauche ich jetzt. Los geht's. Hopp. Aber probiert es bitte nur mit Puppen aus und nicht mit euren eigenen Haaren, Freunde. Und das letzte. Fertig. Jetzt ist die Puppe wirklich kahl. Susi, ich vermute, das brauchst du. Danke, Sam. Perfektes Timing übrigens. Mit dieser Modelliermasse fühle ich mich wie ein Make-up-Artist am Filmset. Schön verteilt. Die Masse trocknet übrigens an der Luft und muss nicht in den Ofen. Wie praktisch. Oh, ich glaube, das gefällt unserem Krümel. Oh ja. Sieht cool aus, Susi. Kann ich auch so eine Behandlung buchen? Jetzt formen wir die süße katzenartige Nase. Das geht so. Ganz einfach. Oh, da kann Mietje doch Modell stehen. Ich rufe. Warte, Sammy. Er schläft doch gerade auf der Couch. Na gut, dann wollen wir mal nicht stören. Diese Nase sieht auch so schon toll aus. So echt. Findet ihr mich auf, Freunde? Dann gebt uns ein Däumchen. Sehr schön. Wir sind auf einem guten Weg. Machen wir weiter. Navi haben spitze Ohren wie Elfen. Wir formen sie auch aus Modelliermasse. Okay, ich hab's. Sehe ich wie ein Navi aus, Susi? Für mich siehst du eher wie ein Schamane aus. Sorry, Sam. Mach nichts. Ich gefalle mir trotzdem. Okay, ein Ohr ist fertig. Hallo, Susi. Darf ich das zweite machen? Na sicher. Dann kümmere ich mich um den süßen Schwanz. Freunde, erinnert ihr euch, dass die Navi einen langen, kräftigen Schwanz haben? Und zwar nicht nur für die Balance beim Aufbäumeklettern. Oh, Sammy, bist du etwa schon fertig? Upsi, ich habe nur was Interessantes gehört und wollte lauschen. Bin schon weg. Das hätten wir. Jetzt muss er erstmal aushärten. Als nächstes muss alles poliert werden, dass sich die Farbe gleichmäßig verteilt. Wo ist eigentlich Sammy? Vermutlich heckt er wieder was aus. Da bin ich. Ich habe ein bisschen herumexperimentiert. Na, wie gefällt's dir? Nicht schlecht, Sammy, aber ich finde, es nimmt dir deinen Charme. Finde ich auch, Susi. Freunde, seid einfach immer ihr selbst. Gut gesagt. Und wir machen jetzt mit der Farbe weiter. Ich vermute, dafür brauchst du das hier. Jawohl, Sammy, danke dir. Die Farbe kommt in den Airbrush. Wow, sieht euch diese schöne Farbe an. Und vergesst nicht, euren Tisch abzudecken. Susi, du wirst mit dem Airbrush immer besser und besser. Weiter so. Ich gebe mein Bestes, danke. Dieser Prozess ist irgendwie hypnotisierend. Jetzt ist der Hinterkopf der Puppe dran. Keine unnötige Eile und immer schön vorsichtig mit der Farbe. Seht ihr? Da ist aber noch viel zu tun. Soll ich dir helfen? Oh, danke, Sammy. Keine Ursache.
kleines. Sammy, ich schulde dir was. Derweil male ich den Schwanz an. Freunde, gemeinsam macht alles viel mehr Spaß. Wow, die Farbe ist ja echt genial. Und das war's hier. Sammy, wie weit bist du mit der Puppe? Auch fertig. Unser blauer Babynase ist bereit für den nächsten Schritt. Du bist der Beste, Sammy. Aber hier hast du was vergessen. Friss hier, meine Süße. Oh, oh, ich habe nur schnell meine Kühe gefüttert und glatt die Füße vergessen. Sorry. Sammy, wann hattest du denn Zeit, einen Bauernhof zu bauen? Das ist doch ein Spiel, Susi. Und jetzt muss ich ernten. Bis später. Freunde, die Grundfarbe ist fertig. Wenn sie getrocknet ist, können wir weitermachen. Susi, ich denke, du weißt schon, was unserem Baby noch fehlt. Ja, und die sehen absolut perfekt aus. Sehr schön. Susi, hier, den brauchst du auch. Stimmt. Wir verleihen den Gesichtszügen ein paar Kontraste. Wow, das ist ja pink. Heute ist echt mein Tag. Aber nicht vergessen, Leute, die Hauptfarbe ist und bleibt blau. Und ihre Lippen werden auch rosa. Sammy, sieh dir das an. Sie ist so eine Schlafmütze. So viel Tamtam und sie schläft einfach weiter. Als wäre die kleine Neytiri die Navi-Version von Dornröschen. Hast du das gehört? Du bist eine Prinzessin. Na sicher doch. Immerhin ist sie die Tochter des Häuptlings. Hier noch ein bisschen rosa. Das kitzelt bestimmt. Mal ausprobieren. Nein, nicht. Ich kann nicht mehr. Wenn Sammy sich kaputt lacht, habe ich die Ohren fertig angemalt. Die Körper der Navi haben dunkle Streifen. Die sind als nächstes dran. Sie sind eine Art Geburtsmale, wenn man sie mit Menschen vergleicht. Es gibt keine zwei Personen mit demselben Muster. Das stimmt. So habe ich das noch nie gesehen. Dank mir hast du immer wieder etwas, worüber du nachdenken kannst. I'm so pretty and witty and bright. Kommt mir bekannt vor. Wo gehst du hin, Sammy? Ich habe die passende Arbeit für meine Größe gefunden. Den Schwanz bemalen. Was meinst du? Klasse. Wir treffen uns dann am Ziel. Weiter geht's. Geschafft. Jetzt nur noch ein paar Details. Na Freunde, wisst ihr, was wir jetzt malen? Das ist der wichtigste Teil. Genau, Sammy. Ihr erinnert euch doch an diese lumineszenten Punkte auf den Navi-Körpern. Wir haben sie von Kopf bis Fuß. Einfach wunderschön. Sie folgen den Bahnen ihres Nervensystems und spiegeln ihre Stimmung wider. Scheinbar fühlt sie sich im Moment ganz entspannt. Das ist gut. Na, wollt ihr sehen, wie sie mit den Punkten aussieht? Hopp. Sie scheint so ätherisch. Daumen hoch für Baby Neytiri. Sammy, wach auf. Es gibt Kakao. Wir dürfen nicht ihre Haare vergessen. So etwa. Kakao? Wo? Susi, war das nur ein Trick? Ich hatte keine Wahl. Ich brauche den Schwanz und du wolltest ihn noch fertig machen. Ja, bitteschön. Streifen und die Schwanzspitze sind erledigt. Danke, du bist ein Schatz. Jetzt finden wir ein schönes Plätzchen und beginnen mit dem Fotoshooting. Unsere Neytiri bekommt aber ein dickes Fotoalbum. Zeig mal her. Wow, Sammy, du hast da echt schöne Fotos von ihr gemacht. Aber Susi, da wäre noch was. Jetzt wollen alle Kinder Fotos haben. Oh, da haben wir wohl Bastelideen für ein ganzes Jahr im Voraus. Und wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, dann gebt uns einen Daumen und abonniert unseren Kanal.
Tschüss. Bis bald. Wir lieben euch.